Perfect. Perfect German. Ja, Sie sprechen perfekt Deutsch, wie wir Deutsch, gemerkt haben. Ja, dieser Film ist Ende November im zweiten deutschen Fernsehen zu sehen. Und damit haben Sie die offizielle Erlaubnis, auch mal rüberzuschalten zum ZDF. Denn ansonsten gucken Sie natürlich O1, ist ja klar. In diesem Film geht es also um einen sehr kniffligen Fall. Offenbar, es geht um Inzest und um Mord. Dürfen Sie ein bisschen mehr schon verraten? No. No. Well, you can never guess who's the murderer. Sie kommen im Leben nicht drauf, wer der Mörder ist. Das ist das Witzige an dem Film, aber sie darf nichts verraten. Ich verrate nur so viel, ich bin in der Folge noch nicht die Leiche. Also. No, not yet. Ich das Kuckuckskind. Dieser Film ist auch der Grund, warum Sie sowieso hier nach Oldenburg gekommen sind, warum Sie sowieso in Oldenburg zu Gast wären. Sie sind jetzt einfach nur einen Tag eher gekommen, um bei uns bei Rosenscholz zu Gast zu sein, was uns sehr freut. Aber Sie werden jetzt am Wochenende, sind Sie jetzt ohnehin in Oldenburg beim Filmfest. Haben Sie denn vom Filmfest Oldenburg vorher schon mal etwas gehört? War Ihnen das Filmfest bekannt? To be honest, ehrlich gesagt, nein. Aber Sie werden jetzt bei dem Filmfest diesen Film offiziell vorstellen. Yes, I will. And it looks like it's a very interesting film festival. So I'm really looking forward. Ja, und es scheint ein sehr interessantes Filmfestival zu sein. Sie freut sich sehr darauf, auch die anderen Filme zu sehen. Sie haben mit unserem Gast Werner Böhm eine Gemeinsamkeit. Und zwar sind auch Sie beim Dschungelcamp oder im Dschungelcamp aufgetreten. Allerdings natürlich nicht in der deutschen Ausgabe, sondern ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Kändisjungeln. Kändisjungeln, yes. Sagen Sie es bitte nochmal auf Schwedisch. Ah, ist gut. Kändisjungeln. Kändisjungeln. Ja. Ah. Also auf Deutsch heißt es, ich bin ein Star, holt mich hier raus. 2007 waren Sie da zu Gast, wenn das stimmt. Und Sie haben den vierten Platz belegt. Ich glaube, Werner hatte auch den vierten Platz. Habe ich gemacht. Ja, das meinte ich, genau. Ein, zwei, drei, vier. Genau, das ist ja die Gemeinsamkeit. Ihr braucht das Schwedisch. Ja, ja, okay. Wisst ihr? He's talking Swedish. Goodbye, now we can talk. Nein, ich spreche Schwedisch, also das ist wirklich wahr. Im Dschungelcamp muss man ja ekelige Prüfungen absolvieren, man muss ganz verrückte Sachen tun. Welche ekeligen Prüfungen mussten Sie über sich ergehen lassen? Well, I was in the jungle for 14 days and I didn't get out because I didn't get any challenge. All the other people, they get out to do a lot of funny things, but I get out in the end and I ate a rat. Yes, yes. And a scorpion and Sie war 14 Tage lang im Dschungel, bis sie endlich gewählt wurde für eine Dschungelprüfung. Sie hatte tatsächlich schon sehnsüchtig darauf gewartet, weil die anderen so tolle Sachen machen durften. Und dann musste sie eine Ratte essen, einen Skorpion und die Zunge einer Ente. So, bis dahin hatte sie die Schnauze so voll vom Dschungel, dass sie alles gegessen hätte, einfach nur um da rauszukommen. Sie hätte sogar einen Elefanten gegessen. Wie haben diese drei Dinge, die Sie da essen mussten, Ratte und Zunge, wie hat das geschmeckt? The duck thing, it was ugly. And the scorpion, it was really ugly. And the rat didn't taste anything. It was like when I'm cooking. Yes, it was like just meat. But they kept the head of the rat and the tail with fern. So I saw the rat, but I cut it off and then like that. Also die Zunge der Ente war eklig, der Skorpion war richtig eklig und die Ratte hat eigentlich nach gar nichts geschmeckt, so ungefähr wie wenn sie selber kochen würde. Ihr wurde die Ratte serviert mitsamt Kopf und Schwanz, aber sie hat dann Kopf und Schwanz abgeschnitten und die Ratte gegessen.
Also im Grunde war das Essen dieser Ratte eine schauspielerische Leistung. Irgendwo auf der Welt sind Ratten sicherlich eine Delikatesse. Sie möchte lieber nicht da leben, aber es gibt es bestimmt. Aber im Prinzip war es eine schauspielerische Leistung, diese Ratte zu essen. Liebe Inga Nielsen, ich würde mit Ihnen so gerne noch so viel länger sprechen, aber unsere Talkzeit ist beendet. Und ich verspreche Ihnen, gleich gibt es eine Aftershow-Party und dort wird keine Ratte serviert und ein Skorpion werden Sie auch nicht auf dem Buffet finden. Gut. Das wird hoffentlich alles sehr lecker sein und sehr geschmackvoll. Inga Nielsen, vielen, vielen Dank, dass Sie heute hierher gekommen sind. Man muss dazu sagen, Ihr Flug hatte, ich glaube, 2 Stunden Verspätung ungefähr. Sie haben einen sehr, sehr langen Tag hinter sich, mussten sehr früh aufstehen. Und vielen Dank, dass Sie diese Strapaze auf sich genommen haben, damit Sie hier heute bei Rosenscholz zu Gast sein konnten. Meine Damen und Herren, Inga Nielsen. Sorry? You will be the corp in next movie, you promise? Yes. Every time. Yes! Yeah. The audience wants you to be a corp. Oh. I will recommend you. Yeah. Sorry. Sie wird ihn als Leiche empfehlen für den nächsten Film. Also wenn Sie ZDF gucken und der Kommissar und das Meer, schauen Sie genau hin, wer da bei Eva auf dem Seziertisch liegt. Vielleicht bin ich es ja. Weitere Folgen von Rosenscholz entfallen dann allerdings leider, weil ich bedanke mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich beim Team des Filmfestes Oldenburgs, die uns geholfen haben, dass wir Inga Nielsen heute hierher bekommen konnten. Ebenso bei Frau Claudia Maxelon von der Firma Network Movie und noch einmal beim ZDF in Mainz. Vielen Dank für Hilfe und Unterstützung. Danke. Ebenso bedanke ich mich noch einmal ganz herzlich bei Miriam Neithardt, unserer Übersetzerin vom Übersetzungsbüro Neithardt. Das erwähne ich gerne noch einmal an dieser Stelle. Vielen Dank, Frau Neithardt, dass Sie sich die Zeit und die Mühe gemacht haben, hier heute herzukommen und diese Übersetzung für uns zu machen. Dankeschön.